Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Review-Video von mir. Diesmal wieder eine Einzelreview und zwar mit der finalen Ausgabe von Superman Unchained. Heft 5 hat es jetzt sehr lange auf sich warten lassen, weil Jim Lee in den USA mit den Zeichnungen nicht wirklich hinterhergekommen ist. Kurz am Rande, ihr seht es wahrscheinlich schon im Hintergrund, ich bin immer noch im Hotelzimmer, deswegen entschuldigt mir bitte die Lichtverhältnisse, die hier sind, weil sobald ich das Cover hier wegnehme, wird das Bild, wie ihr jetzt seht, etwas dunkler. Deswegen halte ich das Cover die ganze Zeit hier so ein bisschen hin, damit ihr auch seht, was ich hier zeige und was für Fratzen ich beim Erzählen mache. Das Heft ist aber allerdings eine kleine Mogelpackung, erstmal aufs Cover zu kommen. Man sieht, hier ist hier so ein Doppelcover, sowas mag ich sehr und das hat Jim Lee auch sehr gut gezeichnet. Ich werde jetzt auch gar nicht so krass auf den Inhalt zu sprechen kommen, weil hier echt wenig drum passiert. Es geht halt darum, dass Lex Luthor halt diese Spritze entwickelt hat, womit sich Superman auf dem Weg zu den Kollegen von Was, das ist ja dieser andere Alien, der vor Superman auf die Erde gekommen ist und sie mit der Regierung zusammengearbeitet hat. Der war ja nur der Vorbote für seine anderen, Planetenmänner statt Landsmänner. Und die kommen halt, um die Erde zu vernichten. Hier sieht man auch so ein bisschen die Flotte im Hintergrund. Und die einzige Möglichkeit, die aufzuhalten, ist halt für Superman in das Weltall zu fliegen, sich diese Spritze reinzuhauen und sie zu vernichten. Was da jetzt genau, weil mehr passiert ja noch gar nicht. Er fliegt dann halt ins Weltall und dann kommt eine kleine Sache, die man sich hätte vielleicht schon denken können, die ich jetzt aber an dieser Stelle nicht wegspoilern werde. Deswegen kann ich eigentlich nur auf die Zeichnung zu sprechen kommen, weil Jim Lee zeichnet hier wieder auf Hochniveau, finde ich. Also super geil. Ist, da kann man auch ihn verzeihen, dass er jetzt so lange gebraucht hat, um das letzte Heft rauszubringen. Ich glaube, zwischen den letzten beiden Heften hat fast ein halbes Jahr gelegen. Obwohl diese Serie eigentlich monatlich in den USA erscheinen sollte und bei uns alle 2 Monate. Aber so ist das halt bei Top-Zeichnern, die brauchen halt etwas länger und da bin ich auch eher dafür, dass ein Zeichner etwas länger braucht als zu kurz. Und jetzt, warum ich sage Mogelpackung, man sieht, wie dick dieses Heft ist, man denkt, hier wären 2 US-Hefte drin, dabei ist hier nur ein US-Heft, was etwas länger ist, drin und danach kommt halt nochmal eine Cover-Galerie. Ich finde es zwar sehr schön, dass Panini jetzt nochmal diese ganzen Cover mit abgedruckt hat, aber dann hätten sie es doch meiner Meinung nach ruhig weglassen können, das Heft etwas billiger auf den Markt werfen können, als für 5 Euro, wo man dann die ganzen Cover mitgekauft hat. Die Cover fand ich eigentlich auch ganz cool. Ich hätte es aber cool gefunden, wenn Panini noch ein paar Variantencover hiervon rausgehauen hätte, weil ich hätte mir sofort dieses an den 90er Superman Reborn angelehnte Cover hätte ich mir dann sofort gekauft. Wenn man die Videos öfters guckt, weiß ich, bin halt ein totaler Fan der 90er. Was für eine Bewertung ich diesem Heft geben soll, weiß ich allerdings nicht. So vom Inhalt her, weil da so wenig drin passiert, das würde ich dem Ding eigentlich echt nur so eine 2 bis 3 von 5 geben. Der Storyrun insgesamt Superman Unchained wird von mir schon so eine 4 von 5 bekommen. Die 4 von 5 wird aber von mir in erster Linie bekommen, weil die Zeichnungen halt absolut top sind. Nachher wird nochmal geschrieben, dass sich die beiden halt so auf alles besinnt haben, was Superman ausmacht. Erstmal die Nebencharaktere, Lois Lane, Jimmy Olsen, Lex Luthor und. Trotz dessen, dafür, dass die Serie so aufgebascht wurde von den Medien, habe ich viel mehr erwartet, was den Storyplot anging, weil im Endeffekt war es dann doch nur so eine seichte Geschichte, die ich in einem Jahr wieder vergessen habe. Ich denke trotzdem, dass sie wahrscheinlich 1000-mal gepaperbackt wird jetzt in den nächsten paar Jahren, weil Jim Lee und Scott Snyder vorne draufsteht. Ich fand das Finale dann aber doch ein bisschen flach und zu vorhersehbar, deswegen das hätte von mir dann doch nur eine 2 bis 3 von 5 bekommt und das auch in erster Linie nur wegen der Top-Zeichnung von Jim Lee. Nur von der Story her ist es definitiv für mich nur eine 2 von 5, das jetzt selbst. Und gerade wegen dieser Mogelpackung, wo man eigentlich für 5 Euro zur Hälfte nur Cover gekauft hat, fand ich dann persönlich ein bisschen schade. Trotz dessen ein guter Run, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ob man sich jetzt die Hefte einzeln holt, ist dann vielleicht doch ein bisschen teuer. Ich würde dann wahrscheinlich auf den Paperback warten oder mit etwas Glück kriegt man sie auf der Messe etwas günstiger hinterhergeworfen. Trotz dessen lesenswert, gerade weil seit New 52 nicht so viele so gute Sachen von Superman erschienen sind. Ich lege da sehr viel Hoffnung in die Geoff Johns und John Romita Jr. Sachen, die jetzt zunächst in der Heftserie von Panini erscheinen. In der Zeit, wo ich das Video hochlade, ist wahrscheinlich schon das erste Heft draußen, weil ich gerade auf Mallorca bin, habe ich mir jetzt seit ein paar Wochen keine Comics mehr holen können. Weil bei 3 Wochen Mallorca sind halt keine Comics drin, weil mein Comic-Händler willst du bestimmt nicht zu mir hier hinschicken. Das war's, Jungs und Mädels. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch einen kleinen Einblick zu den finalen Ausgaben von Superman Unchained geben. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein.